Nürnberg Ice Tigers. Ich habe ein paar Fragen an Sie. Ich hoffe, auf dem echten Eis sieht es dann besser aus als jetzt. Noch besser, oder was? Ja, ich dachte, Sie haben im Sommertraining hart gearbeitet, aber es scheint schwer vorwärts zu gehen hier. Ja, ist auch wieder Umstellung, aber ich sehe es als Trainingseinheit heute und versuche meine Kondition, meine Schlittschuhfähigkeit ein bisschen zu verbessern. Okay, was ich bis jetzt so gesehen habe, müssen einem die Ice Tigers Fans leid tun dieses Jahr. Liebe Fans, man kann eigentlich schon die Tage zählen, bis die neue Saison mit den Thomas Sabo Ice Tigers losgeht. Und bevor alle Spieler jetzt am 29. Juli nach Nürnberg kommen, heißt schon wieder Öffentlichkeitsarbeit mit hier einem gebürtigen Nürnberger beim Premium-Partner der Ice Tigers bei Tucher, Brauereifest heute. Marius, immer so eine Geschichte, macht man natürlich gerne mit für die Fans, weil Riesenandrang hier beim Stand der Ice Tigers. Ja, du sagst es, wie man sieht, die längste Schlange hat unser Stand. Kommt man natürlich gerne, tauscht sich ein bisschen aus schon vor der Saison und ja, freut sich dann zusammen auch auf die anstehende Saison. Ich kann mir auch vorstellen, dass die Fans kommen und sagen, Mensch Marius, wir freuen uns so, dass es endlich wieder losgeht. Wie ist es denn bei euch? Ihr wart jetzt in Füssen auch im Trainingslager. Wie war es denn? Ja, sehr cool auf jeden Fall. Hat Spaß gemacht, mit den Jungs mal wieder auf dem Eis zu stehen. Ja, da kommt wieder die Motivation auf die neue Saison wieder in einem hoch und ja, will jetzt einfach, dass es losgeht. Jetzt sind es noch 2 Wochen, bis wir uns erstmal mit der Mannschaft treffen. Und ja, wie du sagst, sind ein paar Tage noch und dann ist die Vorfreude riesengroß auf jeden Fall wieder. Warst du nach Ende der Saison und jetzt vor Füssen auch schon mal auf Schlittschuhen gestanden? Vor Füssen, nee, noch nicht. Den ganzen Sommer eigentlich über keine Schlittschuhe angehabt. Es gab früher mal Sommereis, hieß es ja leider nicht. Dann hieß es Sommertraining, was jetzt nicht unbedingt so viel Spaß macht. Deswegen waren wir umso glücklicher, dass wir wieder auf dem Eis gestanden sind. Und dass es jetzt bald wieder losgeht. Macht nicht so viel Spaß, aber was machst du da genau? Alles Mögliche, von Kondition bis Kraft, bis Koordination, Schnelligkeit. An allem kann man arbeiten, sich verbessern und ja, das gilt dann im Sommer abzuarbeiten. Wie ist denn das eigene Gefühl? Mit den Fans, wenn man hier spricht beim Brauereifest von Tucher, die sagen schon, endlich geht es jetzt bald wieder los. Wie ist es für einen Spieler? Das Sommer wahrscheinlich zu kurz. Nee, ganz und gar nicht. Die Saison hat dieses Jahr auch für mich dann relativ früh aufgehört und man ist dann den ganzen Sommer im Kraftraum und bereitet sich vor und irgendwann kann man das dann auch nicht mehr sehen. Man will einfach nur noch aufs Eis und ja, wird man langsam dann unruhig und es ist jetzt gut, dass es jetzt wieder losgeht. Und was du schon lange nicht mehr hattest jetzt als Eishockey-Profi, sind öffentliche Auftritte in Nürnberg. Jetzt sind wir zwar in Fürth hier bei Tucher, aber hier in der Nürnberger Metropolregion wieder was Besonderes für dich. Ja klar, nach Hause kommen ist immer schön und heute super Wetter. Vor unserem Stand ist auch die längste Schlange und so muss es ja auch sein. Gab es schon die ersten Gespräche mit Fans, um was ging es da? Ja klar, gab schon ein paar Gespräche. Ja, die haben dann gefragt, ob ich mich freue, wieder heim zu sein und welche Jungs ich noch kenne. Und ja, haben wir schon ein paar schöne Gespräche gehabt. Und ihr seid heute 2 gebürtige Nürnberger hier bei Tucher. Marius kennst du ja sicherlich auch schon aus der Kindheit. Ja, na klar, wir sind quasi wie Brüder und ja, ich habe schon gesagt, gut für den Marius, dass er jetzt wieder auch mich im Team hat, dass ich da wieder was abschauen kann wie früher und ich denke, es wird ein ganz lustiges Jahr. Ja gut, es ist immer so, gibt es immer Derbys und solche Sachen und ich freue mich, ich kann so viel sagen, ich freue mich auf jeden Fall sehr, wenn wir gegen Ingolstadt spielen. Aber genau diese Derbys muss es ja auch geben und soll es auch geben. Wir freuen uns auch, dass es die gibt. Erzähl mal ganz kurz, du wirst angekündigt als Routinier, du bist 37 Jahre alt, du bist schon lang im Zirkus, im Eishockey-Zirkus. Aber wenn du jetzt zurückblickst auf deine ganzen Jahre, was sind denn deine Stärken? Meine Stärken, ich glaube, meine Stärken, die sollten lieber irgendwelche anderen Leute beurteilen. Ich glaube, so viel sagen zu können, dass ich, glaube ich, ein sehr mannschaftsdienlicher Spieler bin, der jetzt auch in Nürnberg seine Erfahrung versucht einzubauen einfach und
dazu beitrage, dass wir wieder eine erfolgreiche Saison spielen hier in Nürnberg. Jetzt haben wir heute zwei gebürtige Nürnberger hier beim Tucker Brauereifest mit Marius und mit Niklas. Und wir haben einen Neuzugang, Patrick Köppchen. Der hat ja wahnsinnig viel Routine, Erfahrung. Was genau, außer diese ganze Erfahrung, Routine, soll er noch mit ins Team bringen? Außer von Erfahrung und Leadership natürlich. Ich war Kapitän mehrere Jahre in Ingolstadt. So, und er ist so ein Leader-Tipp. Wir nicht erwarten, dass in den ersten Tagen er ist ein Leader. Er muss seine Platz in Mannschaft finden. Das ist immer so, dauert ein paar Wochen, ein paar Monate. Aber ich glaube, er würde eine von den Leaders von der Mannschaft. Er redet sehr gut. Er ist eine sehr kluge Mensch. Und als Unterstützung zu der ganzen Verteidigergruppe ist einfach perfekt Zugang. Wen kennst du denn schon alles im Team näher? Nee, also wir waren jetzt eine Woche in Füssen. Da habe ich die meisten Jungs näher kennengelernt. So vom Hallo-Sagen kenne ich natürlich einige. Raimi zum Beispiel kenne ich schon länger, also über viele Jahre hinweg. Und mit denen habe ich auch schon mal zwei, drei Wörter mehr gewechselt gehabt. Ja. Aber so von den Deutschen her kenne ich eigentlich alle schon. Von daher und mit den Kanadiern, die kommen jetzt, freue ich mich schon sehr drauf, die Jungs alle kennenzulernen. Ich habe viel von allen gehört und das ist, glaube ich, eine Truppe, die intakt ist und die sehr viel Spaß machen wird. Und ja, ich freue mich einfach drauf.